Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Together mit dem Crafter heute dabei. Ja, hallo. Hallöchen. Ja, was wollen wir machen? Na, ich tu gerade hier ein wenig Schwarzeichenholz sammeln. Ja, und ich tu, ich renne durch die Gegend und schlachte Monster. Aha. Ja, das ist auch interessant, eine gute Tatsache. Ich lasse ja mal die Stumpen stehen. Ja, so. Wir müssten mal wieder farmen gehen. Na dann. Na, ich habe mir auch eine Eisenspitzhacke gemacht. Der Unhold und der Mr. S. Planet, die sind gerade nicht da. Ja. Schönen Gruß nach Erfurt. Ne, Quatsch. Ja. So, okay. Also, nicht, dass jemand in Erfurt sein würde, aber es ist wirklich niemand in Erfurt. Nur so ein Witz gesagt gerade. Ja. Ja, komm, wir geben es zu, wir wohnen alle in Erfurt. Oh. Oh ja. Und es ist so schön dort. So. Na, meine Community, dann machen wir eine Runde. Weißt du, dass ich in Leipzig wohne? Oh. Na, dann wohne ich in Erfurt. Nee, meine Community weiß das. Ja, aber ich wohne in Erfurt, ne? Wissen wir ja alle. Wusste ich ja nicht. Was mir auch, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal schon mal gesagt habe, aber diese Riesenpilze, die baut man tatsächlich am besten mit einer Axt ab. Tue ich auch gleich mal präsentieren. So, ich tue mich mal kurz stummschalten. Warte mal. Mach das mal. Weiter Holz. Brauche mal langsam ein Sapling. Kommt noch ein bisschen Holz raus. Und ich sehe gerade hier eine Kuh. Wir haben in der letzten Folge schon ordentlich Kühe gemetzelt. Und ganz viel Steak rausgekriegt. So, Steak auf da Boden. Bin ich wieder. So, und jetzt tun wir hier. Und wow. Und ihr seht ja, wie ich auch schon in Let's Play, ich tue so einen riesengroßen braunen Pilz abholzen und ich bekomme wirklich kleine rote Pilze raus. Das ist kein Witz, ihr seht ja gerade, ich kriege rote Pilze raus und ich habe hier auch im Inventar nur rote Pilze. Ja, stark. Ja, richtig stark. Das sind mein Texture Pack so. Ja, so. Ich gehe jetzt mal farmen. Also damit der Unhold hier, der hat sich schon wieder aufgeregt, dass ich meine Eisenrüstung gebaut habe. Oh ja, wir haben Unholds Truhe angerührt, die sehr verschmort war. Das war eigentlich meine Truhe. Ich habe genauso mitgebaut, aber er will es wieder alleine für sich. Ja, das ist eben so bei Unhold. Ja, so und kennen wir, ne? Wieder eine Kuh. Und hier haben wir das letzte Mal angefangen. Oder? Nee. Na dann. Guck mal. Der Unhold ist ja gerade im Haushalt helfen. ja, genau. Warst du das gerade? Wollte der eigentlich mit aufnehmen? Nee, ne? Warst du das gerade? Was? Alter, hast du mich gerade mit den Burgen abgeschossen? Nee, ich bin unter der Erde. Ach hier. Skeleton. Ich wurde schon wieder beschuldigt. Baum. So, ich hole mir jetzt einen Diamanten. Jawohl. Hast du Dias gefunden? Nee, aber ich suche jetzt. Naja. Oh, Sandstein! Wow! Wie? Mist. Du hast Sandstein gefunden, ne? Welcher Höhe? Sandstein? Ja, die spawnen. Nee, ich bin gerade noch beim Runterbuddeln. Allerdings random auf der Höhe 34 bis 50. Was gibt's da? Da gibt's Sandstein. Die spawnen random 34 bis 50. Höher. Stark. Cool. Ja, ist auch cool, dass ich gerade voll verarscht habe. Oh. Mist. Also für alle, die das geklaut haben und da irgendwas in die Kommentare schreiben, also stimmt doch gar nicht, es stimmt wirklich, ich habe gerade nur den Crafter ein wenig auf den Arm genommen. Ich bin so traurig. So, ich muss mal gucken. Ja, fallen jetzt so viele Saplings runter. Wie viele Saplings habe ich denn? 7. Ich brauche nur einen Sapling, dass wir 2 Bäume pflanzen können.
Ha. Stimme dir zu. Mir ist jetzt letztens auch mal aufgefallen, dass diese... Oh, ich hab Sandstein auf Höhe 35 gefunden. Kann man wirklich finden. So, jetzt habe ich 8 Zeppelins. Mir ist aufgefallen, dass diese Schwarzeichenbäume auch Äpfel droppen, so wie normale Eichenbäume. Wirklich? Siehst du mal, weiß ich auch noch mehr. Hm. Was sagst du eigentlich zu 1.7? Zu 1.7? Ich stehe zu 1.7 sagen, dass es sich sehr gut verändert hat, beziehungsweise diese neuen Biome, und mir gefällt auch noch sehr stark dran, dass die Biome sich jetzt nicht so stark kreuzen, wie zum Beispiel Schneebiom an Wüste, und dass jetzt auch die Schneefallgrenze bei den Bergen so ungefähr bei 93, 95 liegt. Also, ja, ja, das ist gut. Und ja, ich finde auch dieser neue Weltentyp zerklüftet das schon. Realistisch daran irgendwie. Ja, dieser zerklüftete Welttyp ist irgendwie total cool. Ja, finde ich auch geil. Der macht irgendwie voll Spaß, aber... Oh, ich bin jetzt Höhe 15, also... 13, so, und jetzt habe ich wahrscheinlich gleich Diamanten. Ah, oh, genau, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Ja, bei mir ist auch gerade der Axt kaputt gegangen, es ist Nacht. Mal kurz meine Steaks essen. Oh, es ist Nacht. So. Zum Glück habe ich Holz mitgenommen. Ich kämpfe mich jetzt mal wieder nach Hause, wo ich mein kleines Häuschen aufbaue. Zwischendurch haue ich mal eine Kuh platt und der Zombie verfolgt mich schon. Das war ja ziemlich spontan, ne? Dass du mit auf den Server kamst. Wie meinst du das? Naja, ich sag mal so. Ich hab mit dem Uni, ja, Unholdi, ja. Hab ich angefangen auf dem Server zu spielen. Ich wollte mit dem halt mal Einzelspieler machen, sozusagen, aber wir wollten das nicht erst laden und alles ja ein bisschen aufwendig. Und da haben wir gesagt, da machen wir den Server von ihm einfach mal ja, auf Überlebensmodus und spielen da ein bisschen. Und dann kommst du. Ja, dann kam noch der Franz dazu, beziehungsweise der Mr. Planet. Ja. Guter Kerl. Oh ja. Nehmen wir naja. Zerstört das Haus. Sag mal hier. So, er hat seine Eigenheiten, aber er ist okay. Was heißt okay? Ich finde ihn eigentlich schon einen lustigen Typ. Ja klar, ist ja cool. Das war jetzt auch noch. Ich meine, ist ja schließlich Oberchicken Nummer 003. Musste jetzt nichts sagen, ist aber so. Hm. Da könnte bestimmt auch gut Let's Playen, oder? Naja. So, der Unhold hat jetzt nur noch statt 49 5 Steaks in seiner Truhe, weil 44 davon nur gehören. Ich habe auch welche genommen, so. Ja, mir gehören trotzdem 44, ist mir egal. Na dann, nimm 44. Ich hab sie geklaust. So, wo gehen wir denn mal schön hin hier? So. Oh, Redstone! Nice. Oh, Redstone. Oh, und in der Nähe von Redstone sind meistens Diamanten. Das sagt nichts aus. Doch. Ich wette, ich finde gleich welche. Ich kann ja mal von unten halt ein Eisen klauen, dass ich mir eine Schaufel machen kann. Stopp, ich bin Zeuge, du hast jetzt Eisen geklaut. Ich habe aber kein Eisen geklaut. Ich habe es nur vermutet, was heißt angedeutet. Aha. Ja, das... hast du mal ein Eisen für mich, kann ich auch sagen. Nee, nimm ruhig vom Unhold. Aber es bleibt unter uns, okay? Ja. Da denkt er, nee, ich hab's geklaut. Guck mal, was ich gerade gemacht habe, ich habe eigentlich schon mal... eine Crafting-Box aufgestellt, aber... Boah. Das ist doch gut. Crafting-Box ist was Feines. Bist du jetzt eigentlich in unserem Lager? Ne Mine! Cool. Geil! Nee, ich bin nicht in euren Lager. Sondern? Ich bin gerade auf der Truhe. Krass! Das ist natürlich cool. Ich werde jetzt bestimmt gleich von einem Monster geäxt, aber ist mir egal. Das finde ich wiederum sehr lustig. Außerdem gucke ich mal schnell hier rein und dann nehme ich mal die 5 Öfen raus, die mir gehören. So. 5 Öfen!
Ja, die habe ich gemacht. Ich habe 8 Öfen gemacht. 3 davon, ah, die könnte ich eigentlich auch bauen. Das ist meine. Aber das ist meine. Was ist mit mir? Ich brauche auch meine Öfen. Ihr könnt euch selber bauen. Nein, Öfen sind aber so teuer. Ich könnte eigentlich das ganze Weizen abbauen, das gehört nämlich mir. Quatsch. Schon wieder Redstone, das gibt's nicht. In so einer Mine kann man auch Diamanten finden, oder? Ja, seltens, oder? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal wie Gronkh hier, ich suche jetzt Melonenkerne. Oh, Schleichwerbung, Schleichwerbung. Ich meine wie, Will ich aber ehrlich mal sagen, ohne dass jetzt hier irgendwie Gronkh Pessimisten mir gerade zugucken, den seine Let's Plays, was Minecraft anbelangt, wären eigentlich auch immer langweilig, würde ich sagen. Da stimme ich dir mal zu. Weil jetzt habe ich mal zum Wetter über 1000 Folgen gibt's den halt schon. Ich begleite ihn nicht von Anfang an. Ich habe die mir wohl alle reingezogen. Sehr viel Lebenszeit von mir verloren gegangen. Ich habe den wirklich Diamanten seit der Folge 698. Ja. Mitverfolgt. Diamanten! Diamanten! Freu dich! Wie viel? 3 Stück. Ja, es ist doch mal eine Diamantenspitze, da kannst du Obsidian farmen, da können wir dann in den Nether gehen. Komm mal. Oh. Wir brauchen eigentlich nur einen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Oder? Ich habe den Weg vergessen, wie es wieder hochgeht. Grab dich doch einfach nach oben. Ja, aber. Naja, okay. Wenn du meinst. Aber ich buddel erst noch bitte. Ich fall hoffentlich in die Lava, weil da muss ich nicht nach oben finden. Ah, es ist so dunkel hier, ich hab Angst. Soll ich jetzt doch lieber nach oben gehen, was meinst du? Deine Entscheidung. Ah, Mini-Zombie, ach zu Gott. Ah, ne, Creeper, ah! It's a Creeper. Oh, tot, oh. Eieiei. Hab ich eine Angst. Mamma mia, eieiei. Das ganze Zeug. Das ist unfassbar. Oh, hier komme ich her. Ja, ja, ich tue jetzt mal ein bisschen den Boden hier ausgraben für meinen Fußboden, für das Haus. Das macht man als erstes erstmal einen Fußboden, bevor man die ganzen Wände reinzieht, ne? Ja, eben. So baue ich immer meine Häuser. Ach so? Ja. Ich baue immer erst einen Fußboden. Nee, ich mache normal andersrum. Nee. Das ist sinnlos. Eigentlich, ja, nee, ich baue immer erst eine Höhle. Ich habe nur schnell das Haus mit Fußboden, ohne Fußboden gemacht, nur mit Umrandung, weil mir ganz schnell Zombies hinterhergekommen sind. Beziehungsweise bei meiner dritten Staffel, der die verfolgt hat. Na? Ja, ja. Die Züge, die waren schon sehr kriminell. Ist gerade Tag oder Nacht? Es ist Nacht. Es tut aber schon der Morgenröten. Also die Sonne geht jetzt auf. Es wird jetzt langsam. Oh, ja, ich bin oben. Ich bin bei uns im Haus und. Komm, bitte, da möchte Diamanten reinbringen. Oh, ich bin so glücklich, komm. Ich könnte jetzt mal Slash Kill machen, aber das mache ich lieber nicht. Du hast gar kein OP. Ich weiß nicht, ob es mir oder weggenommen hat. Was? Du hast OP? Nein, Quatsch, hab dich gerade verarscht. Mann, ich bin halt aber leichtgläubig. So, da habe ich jetzt aber fein geformt. Habe ich ihm jetzt 9 Eisen, 3 Diamanten und ganz viel anderes Zeug mitgebracht. Hast du mal 3 Eisen für mich? 3. Ja. Hast du mal 3 Diamanten für mich? Ich will mir eine Axt machen. Aber dann komm gefälligst zu uns gelaufen. Ja, hab ich gerade vor. Da kriegst du deine 3. So. Okay. Wo bist denn du? Von wo kommst du? Ach da. Hello. Von wegen weit weg, ey. Thanks. Ey, ich hab eine Axt, Kollege. Ha. Was ich hab. Lass mich! Du hast Rüstung, ja. Ich nicht. Komm, einmal schlagen. Nein, ich will schlagen. Ich will gleich schauen. Nee, ich schlag, nee, keine Angst. Ich mach das nur beim Unhold.
Wow. So. Okay, da würde ich sagen, also ich mache jetzt mal, ich ziehe jetzt mal von dannen, ne? Wie von dannen? Oh, schön, mal mit dir aufzunehmen. Kann man ja wieder mal machen. Ne? Du willst mich jetzt wohl verlassen. Ja, es tut mir so leid. Oh. Wir haben auch schon eine Weile aufgenommen, oder? Wie viel Zeit ist denn weg? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Viertelstunde ungefähr rum. Wie lange willst du den noch bei, machen? Bei Fraps zeigt das nicht an, wie lange du schon aufnimmst. Ah. Wo sind unsere ganzen Öfen? Ja, drei gehören mir davon. Die habe ich weggesnackt. Ja, wunderbar. Ich habe mir mal ein bisschen Weizen genommen, wieder nachgepflanzt. Ne? Ja, ich bin schon ein böser Typ. Na dann. Ich habe das angebaut, verstanden? Ne, ich habe vor uns schon Erlaubnis von Unhold, durfte ich da abfahren. Jedenfalls, es darf kein Unhold Geld aus. Ist es jetzt eigentlich unsere gemeinsame Kuhform? Eigentlich ja. Würde ich sagen. Musst du Unhold fragen? Würde ich sagen. Ja, also jetzt tu mal nicht so, als wäre hier der Unhold hier der einzige Besitzer, ne? Ich habe nämlich schon alles mitgebaut. Ja, du hast alles mitgebaut. Nur der Unhold ist Besitzer dieses Servers. Ach, erzähl keinen Quatsch. Ich habe den gekauft. So. Okay, na dann, ich verabschiede mich mal, ne? Ja, Isa, ciao. War schön. Ciao. Und ja, euch noch viel Spaß. Tschüssi. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Bis in die nächste Folge. Tschüss. So, dann tun wir ja nochmal schnell unser Haus aufbauen und dann verabschiede ich mich dann auch. Gerade ein bisschen Koppel, ich glaube der lang nicht. Und ich sehe gerade, wir haben asymmetrisch gebaut. Aber es klappt trotzdem. Und es hat genau gereicht. Das ist doch super. So. Das ist denn aber jetzt, wenn ich hier eine Doppeltür haben möchte. Da bleibt sogar eins übrig, was heißt, eigentlich müssten hier noch zwei rein. Also muss ich nochmal hier runter. Und mir ein bisschen Koppel holen. So. 12 Stück. So. Und ja, dann bis in der nächsten Folge. Ciao.